So, damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Gesundheit, wer auch immer gehustet hat, Let's Play Skyrim Special Edition. Ja, und wir werden... Serana, hörst du auf, dich in den Vordergrund zu drängen? So, In wir den folgen Mauern jetzt der mal. Akademie ist viel Wissen angehäuft. Ja. Wir folgen Feralda jetzt mal zur Bibliothek. Why? Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand, selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Oh, das geht schon wieder. Okay. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Ich soll mit dir reden. Willkommen an der Akademie. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Das ich tue euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja, gut, so. Schauen wir das mal um. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Alles klar. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Ja, leider gut. Müssen wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Warte, das ist eine Stunde, bis er da ist. Solche Folgenmissionen sind so langweilig. Und dann bin ich im Gehen immer noch schneller als sie. Was ist das denn? Ja, was denn los? Habe ich jetzt ganz aus der Bahn gebracht. Unsere so neuesten komisch. Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Also erstmal Fußroder, habe ich gehört. Oh, was ist dann mit dir los heute? Ja. Geht jetzt schlecht, Paul. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet.
Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Jetzt habe ich Ihnen zugehört. Was ist mit Sturmhauben und sowas? Ach, ist mir egal. Nehme ich mit. Brauche ich nicht. Augenklappe brauche ich auch nicht. Nehme ich, brauche ich auch nicht. Brauche ich sowieso nicht. Magierhandschuhe brauche ich auch nicht. Was haben wir hier dran? Gold. Wieso haben die mir so viel Augenklappen gegeben? Oh, was ist das da? Bierstab. Salz der Leere. Eisgeißzähne. Oh, ist sogar voll. Hätte ich nicht erwartet. Serana, du stehst im Weg. Jedes verdammte Mal. Die Kiste gibt mir nichts an Fähigkeiten. Gut. Ich glaube, wir hätten sonst wo hingehen müssen. Ich wollte erstmal, So viel zu dem Thema. Werdet ihr Unterricht bei Tolf, die er haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Nö. Ich lasse das grundsätzlich alles liegen. Oh, ich gehe jetzt einfach so rein, fertig. Bis die da ist. Dauert wieder eine Stunde. Halle der Elemente, so. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Das stimmt so nicht. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ja. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Das ist mir scheißegal. Das sind die Ersten, die draufgehen werden. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und jetzt haltet. Klappe halten. Wiederherstellung. Beständiger Schutz, 42, leichter Schutz, 25, nehmen wir doch das, weil mein Mana ist sowieso gleich weg.
Inventar, Bekleidung. Wo sind denn die Akademiestiefel? Die bringen mir einfach gar keinen Vorteil. Gut. Gut. Reicht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrechthalten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Der war doch die ganze Zeit aktiv. Bitte. Direkt mir. Ja, miau, das wird genauso lustig wie du. Oh, das wird... Nee, mach das mal weg da. Über. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt die... Halt Zauber die Klappe. Ich kann ihn auch nicht mit beiden Händen wirken. Haltet ihn aufrecht. Weil ich dann einfach gar kein Mana mehr habe. Ich habe ja nicht genug Mana für irgendwas. Das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Satal in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Genau. Das ist alles für den Moment. Danke. Die draufgängerischen Idioten finde ich gerne. Viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ja, das ist mir so egal, was du denkst, was dazugehört und was nicht. Ich gehe jetzt hier irgendwo lang und mache irgendwas. Wie man einen Weg macht, also gehe ich jetzt hier hin. Warte, weiß ich, warum ich hier hin soll. Ihr seid nun im Akaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Akaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärt riefen? Endlich macht es Klick. Alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Das macht mir nichts. Oh, Verzeihung, steht im Weg. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Nur mal so rein etwas halber, wie viel ist denn das? Das sind schon ein paar Seiten. Aber wir sind nicht hier, um zu lesen. Nein, ich will das ja nicht mitnehmen. Auswirkung der Schriftrolle der Alten. Alter. Übertreib's halt. Gut, da ist nichts mehr. Habe ich jetzt irgendwas gefunden?
darf ich noch mal. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern, sagte er, habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Gut, dann suchen wir ihn mal. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ich glaube, hier gehört mal ordentlich durchgeputzt. Nee. Ja. So, wir machen jetzt erstmal hier nicht weiter. Nee, das ist. Ich kann mir das jetzt gerade nicht antun. Wir werden jetzt einfach nochmal nach Markert gehen. Einfach weil wir es können. Und weil wir dort auch noch eine Mission haben. So, dann gucken wir mal, was der von uns will, dass wir dieses komische Buch kriegen, damit wir übersetzen können. Und dann werden wir vielleicht mal ein bisschen im Haus weiterbauen. Ihr wurdet für unschuldig erklärt. Von Tona Silberblut. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Korrupt ist irgendwas. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg, und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jarl werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Ich hab was verpasst? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. So, dann treten wir mal in Verhandlungen, was? Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ich habe euch bereits gesagt, dass ich keine Wachen mehr einstelle. Warum wollen mich immer alle davon abhalten, meine Forschungen zu beenden? Idiot! Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Deshalb suche ich euch doch. Alter, halt die Klappe. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmer-Sprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Absurd. Für diese Forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten Dwemer-Ruinen in Himmelsrand abgerackert. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Hmm.
weiß eure Gefühle zwar zu schätzen, aber ich muss dennoch ablehnen. Da ihr meine Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Forschungen geheim gehalten werden müssen. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt, aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Das bringt ja rein gar nichts. Ja, wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es mir sicher leichter, über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Wie kann ich die dann beschleunigen? Man könnte es ja mal versuchen. Wird aber scheitern. Was denkt ihr, was ihr da macht? Habe ich ja bereits erwähnt. So, dann probieren wir was anderes. Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Zum einen, um meine Forschungen zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Und die Ausgrabungen in Nechuanzell sind gefährlich. Drehmaschinen und Fallen funktionieren auch nach tausenden von Jahren noch. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Juanzell gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer-Museum. Was sagt ihr? Die Spinne ist so gut wie tot. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Nun tretet beiseite, es gibt Arbeit zu erledigen. Ich muss was erledigen. Seid ihr hier, um den Jahr zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam. Kicken wir mal, was hier so rumfleucht. Also, aber erstmal warten. Schlauer Bub nehmen natürlich wieder dann auf, wenn die Sonne schön auf meinen Monitor böllert. Jo, ja, ja, schon besser. Wesentlich angenehmer. Was? Nein, da auch nicht. Dann gehen wir hier hoch. Ja, das ist schön. Hier ist schön hell, aber ist hier irgendwas? Nein, absolut gar nichts. Und Heiltrank, den nehmen wir mit. Ein Trank des Scharmützlers liegt dort. So.
Gut, dann machen wir erstmal die Spinne weg. Das ist aber gerade nicht die, die ich suche. Oh. Ihr habt noch die falsche Rüstung. Von da oben runterspringen oder was? Ja, ich komme von da nicht hin. Platz da, blöder Wagen. Uiuiui. Frostspinne, so, nehmen wir mal mit. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Wieso seh ich manchmal einfach nur schwarz? Das ist mal gut, ne? Du bist tot, du greifst mich nicht mehr an. Wir haben einige Forscher am Hals, die nicht viel Schritte laufen können, ohne etwas zu untersuchen, und sie kämpfen etwa so gut, wie man es vorstellt. Wahrscheinlich schlechter, wenigstens ist das ein Stück. Aber keiner von ihnen kann ein Schwert schwingen. Nee, naja, jetzt geht das mal zurück, wenn ich dann hier den Ausgang finde. Im Nachhinein sieht das immer ziemlich dumm aus, wenn man da so guckt, wenn man gerendert hat. So, warte mal, hier geht's nicht lang. Geh mal hier längs. Hier dran! Nehme ich. Den Schwimmerdolch nehme ich nicht. So, jetzt aber. Wenn das Video dann ein bisschen heller macht und den Satz zu vervollständigen, und man dann auf einmal sieht, dass man direkt die ganze Zeit vor dem Ausgang stand, aber ihn nicht gesehen hat. Schwimmerdolch, da haben wir irgendwo. Schwimmerhebel. Passives Schwimmermetall. Schauen wir doch mal, ob er da jetzt reinkommt. Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Ach Leute, der liegt hier die ganze Zeit. Was ist es diesmal? Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Ach wirklich? Das sieht ja aus wie jemand aus Staubins kleiner Gruppe. Ein mutiger Gelehrter, aber nicht sehr klug. Wenn ihr Staubin findet, wäre es gut, wenn ihr all seine Aufzeichnungen mitbringt. Ich bezweifle allerdings, dass ihr ihn noch lebend antreffen werdet. Wie optimistisch. Was? Oh, auf Wiedersehen. Auf zum Dwemer-Museum.
Aber was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.